Dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus der Nazaräer wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Ist das wahr? Männer, Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien Vater Abraham und sagte zu ihm: Zieh weg aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da zog er aus dem Land der Chaldäer fort und ließ sich in Haran nieder. Von dort ließ Gott ihn nach dem Tod seines Vaters in dieses Land übersiedeln, in dem ihr jetzt wohnt. Er hat ihm darin kein Erbteil gegeben, nein, auch nicht einen Fußbreit. Doch hat er verheißen, das Land ihm und seinen Nachkommen zum Besitz zu geben, obwohl er kinderlos war. Also sprach Gott Folgendes: Seine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, und man wird sie zu Sklaven machen, 400 Jahre lang. Als aber die Zeit der Verheißung herankam, die Gott dem Abraham zugesagt hatte, vermehrte sich das Volk und breitete sich in Ägypten aus. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Er wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und war mächtig in Wort und Tat. Als er 40 Jahre alt war, reifte in ihm der Gedanke, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Dies ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat: Einen Propheten wird Gott euch aus euren Brüdern erwecken, einen Propheten wie mich. Ihn sollt ihr hören. Dieser stand bei der Versammlung des Volkes zwischen dem Engel, der mit ihm auf dem Berg Sinai redete, und unseren Vätern. Er empfing Worte des Lebens für uns, aber unsere Väter wollten sich nicht unterordnen. Sie wiesen ihn ab, wandten ihr Herz nach Ägypten zurück und sagten zu Aaron: Mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was dann mit ihm geschehen ist. Und sie fertigten ein Standbild an und brachten dem Götzen Opfer dar und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Ihr Halsstarrigen, ihr, die ihr euch mit Herz und Ohr immer zu dem Heiligen Geist widersetzt, eure Väter schon und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter denn nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Er lästert Gott! Werft ihn in die Grube, werft ihn rein! Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an.